Liebe Brüder im bischöflichen, priesterlichen und diakonalen Dienst, liebe Schwestern und Brüder, vor 63 Jahren, knapp 63 Jahren, am Allerheiligentag des Jahres 1950, hat Papst Pius XII. Den Satz, dass Maria, die Mutter des Herrn, mit Leib und Seele in die himmlische Herrlichkeit aufgenommen worden sei, zum Dogma der katholischen Kirche erklärt. Damit ist nicht ein Mythos dogmatisiert worden, sondern es ist etwas entfaltet worden, was von Anfang an in der Offenbarung Gottes enthalten war. Es ist nicht zu verwundern, dass diese Glaubenswahrheit erst spät im letzten Jahrhundert mit voller Gewissheit in das Bewusstsein der Kirche getreten ist. In den ersten Jahrhunderten war die Kirche damit beschäftigt, die Wirklichkeit des Herrn, die Wirklichkeit Jesu Christi zu klären. Es hat weitere Jahrhunderte gebraucht, bis klar war, dass drei Personen in Gott sind, mit gleicher Majestät, mit gleicher Würde, in gleicher Fülle. Und es hat wiederum lange gedauert, bis die eine Person Jesu, die in zwei Naturen wirkt, von der Kirche mit aller Klarheit erkannt worden ist. Zuerst mussten die grundlegenden Glaubenswahrheiten gesichert sein, bis sich die Kirche in andere Wahrheitskeime vertiefen und sie dann auch zur Entfaltung bringen konnte. Erst im 15. Jahrhundert hat die Kirche die Siebenzahl der Sakramente endgültig festgelegt. So ist also die Wahrheit von der Aufnahme Mariens in den Himmel nicht deswegen geringerwertig, weil sie in späterer Zeit erkannt und ins Bewusstsein getreten ist. Denn für die Wahrheit ist nicht das Alter, sondern ihre Übereinstimmung mit der Wirklichkeit maßgebend. Wir können erst seit etwa 100 Jahren uns in die Lüfte erheben und Länder und Kontinente mit unseren Flugzeugen überbrücken. Aber deshalb ist die Wahrheit des Fliegenkönnens und sind die Wahrheiten der Auftriebskräfte, wie sie uns die Physik übermittelt, nicht weniger wahr, auch wenn sie erst in später Zeit erkannt worden sind. Nun, liebe Schwestern und Brüder, seit dem Allerheiligentag 1950, da hat sich vieles geändert. Die Grundstimmung im Jahre 2013, also heute, ist eine andere geworden, sodass wir kaum noch jene Begeisterung und Freude begreifen können, die damals in weiten Teilen unserer Kirche herrschte. Damals waren die Menschen, die aus dem Glauben und auch aus dem Denken der Kirche zu leben versuchten, begeistert, dass ihre Kirche in einer Zeit, die den menschlichen Leib, seine Schönheit, seine Würde, seine Größe ganz neu entdeckt hat, auf diesen Vorgang nicht antwortete mit einer Verdammung des Leibes, ja, dass sie auch nicht mit vorsichtigen Unterscheidungen dieses Neue herunterzuspielen oder zu vermindern suchte, sondern dass sie antwortete mit einer Lobpreisung des Leibes, die kühner und größer und weitgehender ist als alles, was Menschen außerhalb des Glaubens zu wagen würden. Heute steht uns das Dogma der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel eher im Weg herum. Wir fragen uns, ob wir damit unsere nicht-katholischen Mitchristen nicht unnötige Hindernisse auf dem Weg zur Wiedervereinigung bereitet haben. Ob nicht sehr vieles leichter wäre, wenn dieser Stein nicht auf dem Wege läge, wenn wir in einer so kurz zurückliegenden Vergangenheit, den wir in einer so kurz zurückliegenden Vergangenheit selber erst aufgerichtet haben. Wir fragen uns auch,
ob durch ein solches Dogma nicht vielleicht die Richtung der christlichen Frömmigkeit bedroht wird. Wird nicht, anstatt auf Gott, den Herrn, hinzuschauen und auf den einen Mittler Jesus Christus, abgelenkt auf Heilige, die uns näher zu stehen scheinen, obgleich uns niemand je so nahe sein können, wird sein können wie derjenige, der uns geschaffen hat und dessen Gedanke wir alle sind? Ja, schließlich steigt, abgesehen von solchen im Innern unseres Glaubens sich bewegenden Bedenken, auch eine ganz gewöhnliche menschliche Frage aus den Zusammenhängen unseres heutigen Denkens auf. Das Wort, der Ausdruck von der Himmelfahrt Mariens fordert förmlich zum Widerspruch heraus. Wir fragen uns unwillkürlich, ob es nicht geradezu unsinnig und töricht ist zu behaupten, dass ein Mensch mit dem Leib in den Himmel aufgenommen werden kann. Wir sind geneigt zu sagen, dass so ein Satz wohl vor 2000 Jahren, auch noch vor 200 Jahren, einen guten Sinn gehabt hätte, aber unsere Lage ist ja völlig verändert. Denn wir wissen mit unbestreitbarer Klarheit, dass auch den Himmel, den wir sehen, in Wirklichkeit ein Stück Welt darstellt, von derselben Beschaffenheit wie unsere Welt auch. Dazu kommt unsere Kenntnis des ständigen Wandels im körperlichen, materiellen Bereich. Von all dem aus scheint es eine Zumutung zu sein, zu behaupten, dass ein Mensch mit dem Leib in den Himmel aufgenommen worden sein. Wo soll das sein? Wie soll das sein? Ist es nicht heillose Naivität, so etwas zu sagen? Nun, liebe Schwestern und Brüder, in all diesen Fragen, die sich seit dem 1. November 1950 angesammelt haben, ist zweifellos Richtiges gesehen. Es kann uns an ihnen bewusst werden, wie auch die großen Dinge in dieser Welt und auch die Dinge des Glaubens ihre Grenzen haben und ihr Ungenügen, wenn man sie einseitig und nicht aus dem Ganzen denkt und versteht. Es kann an solchen Fragen bewusst werden, dass jede Zeit mit anderen Augen schaut und folglich anderes sieht, aber auch übersieht. Und es kann uns darin etwas sehr Wichtiges für unseren Glauben insgesamt deutlich werden. Wenn wir an dieser Stelle sehen, dass keine Zeit fähig ist, das Ganze ungetrübt vor Augen zu haben, dass also jede Zeit einiges besser begreifen, anderes weniger verstehen wird, dann wird damit zugleich sichtbar, dass Glauben letztlich immer heißt, dass wir uns auf das Ganze, auf das Entscheidende richten, auf unser Gerufensein vor Gott und dass wir von diesem Vertrauen auf das Ganze her auch das mittragen, was uns selbst ferner liegen mag, was uns aus einem bestimmten Grunde vielleicht unzugänglich ist und auch unzugänglich bleibt. Natürlich ist es an dieser Stelle in diesem Gottesdienst nicht die Gelegenheit, über all die Fragen, die uns eben begegnet sind, im Einzelnen nachzudenken. Aber einiges stellt sich gleichsam von selber ein. Zunächst ist uns ja wohl heute allen bewusst, dass wir mit dem Wort Himmel, von dem im heutigen Fest die Rede ist, nicht einen Ort irgendwo über den Sternen meinen, sondern etwas viel Größeres und freilich viel schwerer zu sagendes, nämlich dies, dass Gott Platz hat für den Menschen und dass Gott dem Menschen Ewigkeit gibt. In unserem eigenen Leben erfahren wir schon, dass ein Mensch dann, wenn er gestorben ist, im Gedächtnis derer, die ihn gekannt und geliebt haben, noch irgendwie fortbesteht.
In ihnen ist ein Stück seiner selbst lebendig geblieben. Aber freilich ist es nur ein Stück von ihm, gleichsam ein Schatten. Und eines Tages werden auch diese Menschen sterben und jenes Fortleben, das sie ihm durch ihre Liebe schenken konnten, wird beendet sein. Gott aber vergeht nie, und wir alle bestehen davon her, dass er uns liebt, dass er uns schöpferisch gedacht hat, sodass wir sind. In Gottes Liebe gründet unsere Ewigkeit. Wen Gott liebt, der vergeht nicht mehr. In ihm, in seinem Gedenken und in seiner Liebe lebt nicht nur ein Schatten unserer selbst fort, sondern in ihm sind wir selber in unserem Ganzen für immer bewahrt und unsterblich. Schwestern und Brüder, seine Liebe ist es, die uns unsterblich macht. Und diese Unsterblichkeit gewährende Liebe, sie ist es, die wir Himmel nennen. Der Himmel ist ebenso gar nichts anderes als eben dies, dass Gott groß genug ist, um auch für uns geringe Wesen Platz zu haben. Und der Mensch Jesus, der zugleich Gott ist, ist für uns die unendliche Bürgschaft dafür, dass Menschsein und Gottsein ewig ineinander bestehen und leben können. Wenn man das begriffen hat, versteht man auch schon ein wenig, was das seltsame Wort von der leiblichen Aufnahme in die himmlische Herrlichkeit sagt. Das kann natürlich nicht bedeuten, dass da ein paar Knochen und ein paar Blutkörperchen für immer irgendwo verwahrt werden. Es sagt etwas viel Tieferes, etwas viel Entscheidenderes. Es bedeutet nämlich dies, dass von einem Menschen nicht bloß ein Stück, das wir seine Seele nennen, weiter besteht. Ein Stück, das aus ihm herausgerissen wird, während vieles andere zugrunde geht. Es besagt dies, dass Gott den ganzen Menschen, das, was wir jetzt sind, kennt und liebt. Unsterblich ist folglich das, was jetzt in unserem Leben wächst und wird, was in unserem Leib, in dem wir leiden und lieben, in dem wir hoffen und froh sind, in dem wir traurig sind und in dem wir vorwärts gehen durch die Zeiten, was jetzt in unserem Leben wächst, das ist unvergänglich. Unvergänglich ist also gerade das, was wir in unserer Leibhaftigkeit wurden, was in dem Leben an und in den Dingen dieser Welt in uns gewachsen und gereift ist. Es ist der ganze Mensch, so wie er in dieser Welt gestanden, gelebt und gelitten hat, der einst von Gottes Ewigkeit umgriffen wird und in Gott selbst Ewigkeit hat. Das ist es, was uns an diesem heutigen Festtag mit tiefer Freude erfüllen soll. Unser Glaube verheißt nicht bloß irgendein Seelenheil in irgendeinem Jenseits, in dem all das, was uns in dieser Welt kostbar und wert gewesen ist, versinken würde wie ein Schauplatz, den man eben auch einmal gebaut und der dann hernach nichts mehr bedeutet, sondern es verheißt die Ewigkeit dessen, was auf dieser Erde geschah. Nichts von dem, was uns kostbar und wert war, wird untergehen. Wenn wir all das bedenken, werden wir an diesem Tag den Herrn bitten, dass er uns die Augen immer mehr öffnet, wie sehr gerade in den Dingen dieser Welt er selbst uns begegnet. Wir werden ihn bitten, dass er uns so als Glaubende zu freudigen Menschen macht, die mitten durch die Bedrängnisse dieses Alltags hindurch die Schönheit der kommenden Welt erblicken und aus solcher Gewissheit heraus leben, glauben und hoffen. Amen.
Liebe Brüder im bischöflichen, priesterlichen und diakonalen Dienst, liebe Schwestern und Brüder, vor 63 Jahren, knapp 63 Jahren,